Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nacht des Raben ist auch dabei. Ich habe irgendwie komplett was vergessen, letzte Folge. Nichts Großes, aber eventuell was Wichtiges. Wir sollen noch zu Laris, weil Bennett sitzt im Knast, den müssen wir raushauen. Und deswegen, wir sollten ja ihn anquatschen, ich bin letztes Mal irgendwie einfach vorbeigelaufen. Hab's vercheckt, hab's mir jetzt aber auf die Liste gesetzt. Ja, die Liste ist wieder da, zumindest. Also, oh, da müssen wir auch noch einsteigen in der Nacht. Das ist mir auch noch eingefallen, während ich das Thumbnail gemacht habe. Dachte ich mir so, ja, Hauptsache ich sag im Video, wäre voll fresh, bei diesem Geldverleiher einzusteigen. Und das ist so mit das einzige Haus, was ich dann verpasst habe. Entspannt. So, Laris, weißt du was, wegen Bennett, was ist hier los? Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Das war jetzt der wichtige Hinweis, oder wie? Er kann die Ohren offen halten. Sag mal, hat er ein bisschen ein komisches hängendes Auge? Ey, wartet. Das ist mir auch noch aufgefallen. Ich glaube, eins geht lauter. Okay, ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe das Wochenende über richtig wenig Zeit. Ich glaube da nicht dran. Das heißt, ein kleiner Strich durch die Rechnung wird uns gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde jetzt die Blutkelche suchen. Und das Ganze aber nicht nochmal mit reinschneiden, wie ich die suche. Also ich werde natürlich aufnehmen, klar. Und immer wenn ich einen finde, würde ich halt dann so, oh mein Gott, wow, wie heftig, ein Blutkelch sagen, ne? Das Ding ist aber, dass halt dann wahrscheinlich so drauf hinausläuft mit meinem Suchen, dass die Aufnahme dann 2 Stunden dauert für ein 1-Stunden-Video oder so. Und die habe ich dieses Wochenende nicht. Deswegen lasst uns das mal noch eine Folge aufschieben, bis es ein bisschen besser geworden ist. Ich habe aber auch schon einen Plan so zum Ausweichen. Damit ihr wisst, weshalb ich das nicht mit reinschneide. Wir hatten jetzt 2 Diebstahlfolgen. Einmal hier oben, dann war einmal kurz Pause und dann einmal... ist das wirklich wahr? Ja, Hafenviertel und so ein Zeug. Deswegen, ich will jetzt nicht euch schon wieder das antun, mir einfach eine halbe, dreiviertel Stunde dabei zuzusehen, wie ich eine Nacht von A nach B laufe und nur irgendwelche, keine Ahnung, Pfeile und 3 Goldmünzen zusammenklaue. Ja. Des Weiteren haben wir ja hier oben schon gesucht. Und das heißt, wir würden ziemlich die ganze Zeit das Gleiche sehen. Na, der einzige Unterschied ist dann, da, wo halt dann reingeschnitten wird, ne? Genauso mache ich das. Wenn ich diese Teile dann endlich finde. So, ich glaube, wir müssen auch noch Taschendiebstahl lernen. Damit wir an den Schlüssel für diese da hinten stehende Truhe rankommen. Das wäre so der Plan. Aber wie gesagt, nicht dieses Mal. Jetzt machen wir. Ja, gut, Laris anquatschen wegen Bennett hat ja ultimativ geholfen. Hagenfragen. Gut, dann gehen wir halt mal rein, ne? Wir können auch dann gleich mal kurz nach dem Blutkelch schauen. Ja, falls hier noch einer steht. Weiß es nicht, aber dann hätten wir das schon mal, ne? Oh. Ja, gut, ne? Das wird interessant. Ich sehe, dass es da nach oben geht, aber die wollen das bestimmt nicht. Also, dass wir einfach da hochsteppen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Problem, Digga. Warte, wir können es ja mal probieren, aber... ja, ich glaube, ich weiß, was gleich abgeht. Ach so? Aha. Ach stimmt, wir waren hier schon mal. Sorry, lost. Hier wäre auch noch eine Truhe. Oder haben wir den ersten Blutkelch von hier? Ich glaube aber vom ersten Haus rechts war das der Blutkelch, den wir haben. Cornelius. Goldener Kelch, auf jeden Fall. Ja, Leute, dann weiß ich ja, wo es dann bald hingeht, ne? Ganz kurz, hast du Neues? Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Wir stören weiter. Was geht dich das an? Solange die... Hey, warte mal. War das nicht ein Händler? Oder bist du der Händler? Nein, du bist gar nichts. Okay, ja, Leute, da ist ein Blutkelch. Das heißt, wir hätten schon mal 2 von 6. Immer noch ein bisschen mager. Aber kann natürlich durchaus sein,
dass in der Truhe da oben noch einer ist, dass in der Truhe da hinten einer ist, die abgeschlossen ist, dann wären wir schon mal bei 3 bzw. 4 von 6. Ist schon mal besser als einer, ne? Was tun? Die Situation im Minental ist beunruhigend. Aber wir werden Pläne entwickeln, um die Gefahren zu beseitigen und das Erz und unsere Jungs da rauszuholen. Ja, und was macht ihr, wenn die Drachen kommen? Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger. Ja, die werden schon irgendwann merken, wie viel wir für die gemacht haben. So, ja. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Ja, Glauben ist halt nicht Wissen. Ich weiß nicht, ob ihn so ein Glaube interessiert, deswegen... Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Ja, dann zeig mal her. Gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Okay. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Redet man so mit jemandem, der die Situation im Minental in den Griff bekommen hat oder halt da mitgeholfen hat, hm? Lord Hagen. So, Cornelius, ja, ich habe gerade noch gesagt, du bist nichts. Ich denke, da ändert sich auch nichts dran, ja? An der Tatsache der Aussage. Aber auf jeden Fall spricht er jetzt mit uns. Warte mal, das ist halt, Digga, also dieser Raum hier oben, ne? Also dieser Raum hier oben. Cornelius. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Irgendwie erinnern die mich ein bisschen an Deutsche. Ich weiß auch nicht, ne? Also, nee, ich muss jetzt hier nichts sagen, ja? Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Und bevor irgendjemand was sagt, ich bin selbst zur Hälfte Deutsch, ja? So. Nicht, dass das heißt, ja, der... Hey! Ja, weißt du wie? Du musst jetzt schließen. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Das hilft uns halt so auch nicht weiter, ne? Hey! Ich glaube dir nicht. Und wenn schon... Was willst du dagegen tun? Gespielte Selbstsicherheit. Aha. Da können wir, glaube ich, reingehen, oder? Das ist gut. Weil der ist nicht selbstsicher. Oh, das ist auch mega gut. Das ist auch mega gut. Du willst doch weiterleben, oder? Wenn du mich angreifst, wird man dich hängen. Ich habe mächtige Freunde, also wage es nicht, Hand an mich zu legen. Jetzt raus hier, oder ich rufe die Wachen. Die Wache ist schon mal fake, ne? Junge, ich sag's dir gleich. Blitz Belia trifft dich ganz schön schnell. Ich glaube dir. Und wenn schon. Ich könnte den Söldnern sagen, wo du wohnst. Was soll das heißen? Sie wollen dich bestimmt gern kennenlernen. Sie sind ziemlich sauer. Oh. Das kannst du nicht machen. Sie werden mich töten. Das ist sehr gut möglich. Ich sag alles, was du willst. Aber das darfst du nicht tun. Jawohl. Genau das. Ja? Da konnte man richtig schön auf... Also ich denke mal, dieses Was willst du? Und der hätte uns keine Ahnung gesagt, irgendwie, ja, 2000 Gold. Aber diese gespielte Selbstsicherheit, ja, bringt uns dann dazu, dass wir ihn halt einfach erpressen können. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Wenn ich mache, es die Söldner. Hagen zu erzählen. Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben.
Das sollte als Beweis genügen. Yo, holy shit, ist der flott unterwegs. Warte mal kurz. Hä, wo gehst du hin? Wir können halt leider nicht rennen, ne? Das ist, finde ich, ja, gut. Geschwindigkeitsdrang. Junge, der ist jetzt aber, der nimmt die Beine in die Hand, ne? Der nimmt die Beine in die Hand. Also wenn wir jetzt echt rennen könnten, ich würde ihn schon eigentlich gerne hinterher und mal gucken, wo der dann hinrennt. Aber Gothic 3 ist auch ganz witzig, wenn die wegrennen, rennen die irgendwann einfach nur noch hin und her. Weil die kein richtiges Ziel haben. Okay. Denn das Tagebuch. Das Tagebuch. Hm? Nee, Greg heißt er nicht. Das ist halt, das ist mein persönlicher Skill, Leute. Ich habe jetzt schon wieder seinen Namen vergessen. Nein, Cornelius war's, ne? Ja, ja, hier, Cornelius, stimmt, perfekt. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in dem schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich eigentlich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Findet ihr? Ich glaube nicht. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt. Die Söldner haben es eh verdient. Pisser, Alter, ja. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit laufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit, sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Okay, kann man hier... Okay, ich glaube, Blättern ging nicht. Warte, wollen wir... Warte, lasst uns nochmal kurz hier nach oben zu Larius, ja? Alter, aber das war jetzt hier dann echt nicht so schwer, die Quest zu lösen, hm? Und ich laufe wieder in die falsche Richtung, weil es mir so viel Spaß macht einfach. So, hey. Larius. Hm, hast du irgendwas? Wow, nee, dann nicht. Sag mal, dein Blutkelch, ne? Dein Blutkelch, der wird irgendwann stibitzt. Okay, ja, hier, okay. Nein, das war... richtig friemelig. Es wird alles hier stibitzt, ja? Alles. Mal gucken, wie das ist. Wer in der Nacht hier alles Wache hält und wer nicht. Ich denke, ein bisschen Probleme werden wir haben, weil das ist nicht auf einmal leer. Aber gut. So, hm? Was ist mit deinen Kack-Anschuldigungen, ja? Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Kopfgeldjäger. Oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Achso, ich dachte jetzt echt, dass wir den Job bekommen. Hey, du, Kopfgeldjäger. 1000 Gold, ne? Ja, warte mal, dann ist jetzt Bennett raus, ne? Bennett ist jetzt raus. Gucken wir halt mal. Ja, okay, Gärtnerfragen, ne, Freunde? Gärtnerfragen lasse ich, weil das machen wir dann noch in dieser Blutkelch-Folge. Dann würde ich einfach sagen, wir quatschen mal den Richter an, denn wir sollen irgendwie beweisen, dass er Dreck am Stecken hat. Und wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen in dieser Ermittlungsfolge sind, ne, zu Bennett müssen wir auch gleich, nicht, dass er auf einmal doch noch gehangen wird, ne, wir müssen ihn auf jeden Fall raushauen. Weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute von seiner geilen Ansprache mitbekommen haben, die er so in seinem Zimmer gemacht hat. Also der Lord Hagen. So, wir haben ja eh nochmal abzurechnen, ne? Und da, Leute, da müssen wir uns dahinter setzen, dass der die allerhöchste Höchststrafe auf Corinis bekommt, ja? Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Du dreckiger Langsam. Söldner. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit. So, du willst also für mich arbeiten. Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Schaut mal her, hm? Da macht's uns ja echt nicht schwer.
ihm so richtig zu ficken. Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters auf. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Ist der komplett bescheuert? Hä, ist das... Warte mal, das war ein Schild? Innos? Und ja gut, entweder ein Schwert, aber wenn ich mich jetzt so recht erinnere, war es, glaube ich, echt ein Hammer. Digga, der will allen Ernstes, dass ich diesen Hammer Innos aus der... Okay, was ist denn das für eine Probe so? Ich soll die Magier beklauen? Du hast sie doch nicht alle. Dann geh zum Teufel und verschwende nicht meine Zeit. Ja, die Quest ist trotzdem... akzeptiert. Digga, was? Ja, einfach mal ein scheiß heiliges Relikt von den Feuermagiern, ja, für die das alles ist, klauen. Ja, Freunde, wenn wir halt dabei sind, ne? Ja, das letzte auf der Liste, mehr oder weniger das letzte auf der Liste, wäre Gärtner anquatschen wegen den Blutkelchen. Weitergehen tut es mit Jorgen, ja, weil wir sollen, Digga, wieso habe ich die ganze Zeit Haare im Mund? Kennt ihr das? Egal. Auf jeden Fall, wir sollen zu Jorgen gehen. Denn es ist ja dieser eine Dude da aus dem Kloster geflohen. Und der hat jetzt ja das Auge Innos mitgenommen. Habt ihr mir den Tipp gegeben, weil ich zu lost war, dass ja Jorgen da unten steht und eventuell was gesehen haben könnte, ja? So. Da müssen wir jetzt hin und ja... Eigentlich matcht das schon wieder perfekt. Wenn wir schon dort sind, können wir auch gleich gucken, wie wir diesen scheiß Hammer Innos finden. Oder bekommen, weil die stehen halt der Wache, ne? Direkt davor. Jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Speed reinbekommen. Durch Kralle, der hat jetzt ja ein bisschen gefehlt, aber er ist nicht gestorben. Das heißt, wir bekommen keinen Lebensabzug, wenn wir den jetzt rufen. Er ist zu weit weg, natürlich. Wie soll es denn anders sein? Ja, wir machen was, Freunde. Also, ja, hier dürfen wir nicht rein, ne? Wir gehen zum Alchemisten pennen. Ah, und stimmt, wenn wir schon hier sind, ja, wir müssen jetzt ja eher schlafen, dann lasst uns auch gleich schauen, dass der wegkommt. Der muss ja eh ins Feuerkloster, wir sollen den offensichtlich nicht begleiten, der macht das einfach dann schon, wenn wir ihn richtig motivieren, ne? Aber es, ja, hieß jetzt nicht, dass ich damit noch warten soll, weil der offensichtlich noch irgendwie was Krasses haben kann im nächsten Kapitel. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Ich habe einen Auftrag und den werde ich ausführen. Also, du gehst jetzt oder ich mach dir Beine. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Und das ist auch nicht euer Ernst, oder? Also wenn jetzt da irgendjemand beeft, dann hauen wir die alle weg. Sehr schön, Sandril. So, wer will, wer, hm? Ja. Ich krieg dich noch! Ich hau dich weg. Noch jemand? Hä? Meine ich aber auch. So. Ja. Der wollte es so. Das ist jetzt ja nicht unsere Schuld, ne? Ist der tot? Oh, mein Schädel. Ist der tot? Wieso? Seit wann bringen wir solche Menschen einfach straight up um? Nee, oder? Hab ich keinen Bock mehr. Kann ich nicht gebrauchen. Sauwetter. Kleinen Moment bräuchte ich. Ja, ne? Okay. Falscher Alarm. Ich dachte, weil ich genau an der gleichen Stelle stand, wo wir die Folge angefangen haben, dass ich noch kein einziges Mal gespeichert habe. Aber ja, es hat ja nicht geregnet. Okay, ich habe gerade nochmal die Zeiten verglichen. Waren 20 Minuten dazwischen. Also, wieso?
Wieso hauen wir ihn komplett um? Das verstehe ich gerade nicht, ne? So, ich speichere jetzt nochmal hier. Wir probieren es noch einmal. Was? Ich habe einen Auftrag und den werde ich aus... Was? Ich werde dich das Viertel herunter... Schau mal, der droht uns. Jetzt atmet er noch. Aber der war davor, der war completely, ne? Der war dann davor, ne? Jetzt hat er irgendwie auch anderen Loot. Ja, der war halt echt, also der hatte den Mund offen, Freunde. So, wartet mal kurz. Ja, der andere Kollege hier kommt jetzt ja auch noch um die Ecke. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, komm, also du brauchst hier gar nicht jetzt dumm rumrennen. So. Ich glaube, es war einfach nur ein komischer Bug dann, oder? Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Dass du gehst. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt. Ich gehe ins Kloster, aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Wir machen uns gerade richtig Freunde. Merkt ihr das? Wir machen uns gerade so richtig Freunde. Hey, du. Okay, ja gut. Wartet, was wollte ich? Ja stimmt, wie machen wir das jetzt? Also eigentlich müsste ich halt gerade wiederbeleben dann offensichtlich. Ich würde es dann einfach so anstellen. Ich schlafe jetzt bis zum nächsten Morgen. Hört der Regen auf, ist wieder hell, ne? Dann glaube ich, zische ich mir jetzt einen Speedpot. Und wir gehen eben mal zum Kloster. Alright, Jorgen Jorgensen. Ja, jetzt weiß ich auch, wo der Name herkommt. Hey. Okay, Alter, so... Ja, gut. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Ja, wir können ihm auch was geben halt, ne? Also... Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Oh yes. Oh yes. Okay, nehme ich an, Freunde, nehme ich an. Wir gehen aber noch ganz kurz mal irgendein richtig krank heiliges Artefakt stehlen. Weil, ja, ne? Digga, die werden uns so hassen. Also wenn das rauskommt, ne, die werden uns ja so hassen. Hallo. Hallo. Danke. Ja, ich denke mal, wir könnten hier ganz gut mit einem Schreckenszauberer so arbeiten. Ich find's auch mega witzig, dass wir gerade jemanden suchen, der ein scheiß Artefakt hier gestohlen hat, während wir gerade auf dem Weg runtersprinten, um das nächste abzuholen. ja, warte mal, wo ging's jetzt hier lang? Hier vielleicht? Da ging's dann doch richtig deep, ne? So, also wenn uns das chillig gelingt, ne? Ja, Digga, heiliger Hammer. Es geht, hä? Garwick. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen, ne? Also, ich weiß halt, wie der letzte Vergessens... Nein, Furchtzauber gewirkt hat, war halt irgendwie nicht so, ne? Also, Angst. Haben wir draufgehauen, der Typ ungefähr diesen hier. Mehr war halt nicht, ne? Okay, haben wir die... Vier. Okay, gut. Wir gucken mal, ob er rennt oder nicht. Scheiße, nichts wie weg. Heftig. Jo. Schissi. Schön, dass der Speedpot noch an ist, Alter. Da rennen wir auch richtig schön raus. So, zack. Rein, Hammer in die Tasche und wir hauen rein. Das hätte er auch selbst wissen können. Ideal. Also das war jetzt ja mal wirklich... Holy shit. Tschüss. Wir sind so gut, ne? Und die sind so schlecht in dem Lager. Imagine, du hast gerade das Auge Innos verloren. Wegen irgendeinem Novizen. Und...
Drei Tage später kommt einer mit einem Speedpod reingerannt, geht kurz in den Keller, 5 Minuten später geht er wieder raus und hat einen Hammer in der Tasche. Die wissen, wie man auf sein Zeug aufpasst. Okay, also, der Typ soll jetzt halt hier runtergesprungen sein und geschwommen sein, als wären ja hier hinter ihm her. Also ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf, dass hier links, dass es hier so ein bisschen rausgeht aus der Mulde, ne? Ja, hier, seht ihr? Also, hier geht's raus. Nur um sicher zu gehen, warte mal, ja, zack! Fuck. Nur um sicher zu gehen, würde ich kurz die Seite abchecken. Nicht, dass wir jetzt 8 Jahre in die andere Richtung schwimmen und auf einmal wäre hier nur so eine kleine Höhle gewesen und die hätte das Ganze dann geregelt. So, wir müssen ja auch gucken, ne? Nicht, dass hier irgendwie eine Unterwasserhöhle ist, die dann irgendwie zu irgendwas führt. Hier runter. Geh mal. Achso, hier. Ja, runter. Ja, nee, okay. Nicht mit der Kamerasteuerung. Alles klar, dann lassen wir das. Man kann nur rechts, links. Ja, nee, ich gehe auch nicht davon aus, dass hier jetzt allzu viel ist. Vor allem, weil halt da hinten echt so ein Riesentor ist. Das sagt ja schon fast. Hallo! Hier ist er entlang geschwommen. Können wir hier irgendwie hoch? Können wir... Geht das hier? Nein, warte mal. Ich glaube nicht, ne? Aber es sieht irgendwie so wegig aus, ne? So laufbar. Okay, ja, hier... sehe ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine Wasserhöhle. Wisst ihr, wie ich meine? Sieht nicht so aus, irgendwie. Sieht nicht so aus. Alright. Hier auch nicht, ne? Warte mal, gibt's hier irgendwie eine krasse Pflanze, die ich gerade wegen der Textur nicht sehe? Nö. Okay, das hat sich richtig rentiert. Okay. Ja, dann wohl links rum, ne? Das schaffen wir. Das schaffen wir noch. Okay. Aber ich kann mir jetzt halt irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir einfach nur ein bisschen von A nach B schwimmen und auf einmal chillt er da mit einem Auge Innos in der Hand. Und wir können den umhauen. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, da das ja Auge Innos auch irgendwie so ein zentraler Aspekt in dem Spiel ist, schon seit Anfang an, dass das eine richtige Hand durch die ganze Map geht. Also das wird bestimmt was Größeres. Der steht da jetzt nicht einfach. Okay, ich schaue gerade nur die ganze Zeit noch durchs Wasser. Oder ich versuche irgendwie was durch die Pflanzen zu erkennen. Ich meine, okay, das Schlauste wäre einfach mal halt so runterzuschauen, ne? Aber ich bin ehrlich, Freunde. Ich bin ehrlich. Ich bin schon öfter runtergetaucht. Und hab's trotzdem geschafft, das Zeug zu übersehen. So ist also kein Garant bei mir, ne? Okay, hä, komisch, dass in dem ganzen Becken halt echt nichts ist. Außer, geh durch diese Höhle. Karte ist hier nicht, ne? Nee, warte, wir können... Also, warte, oder? Nee. Mhm. Ich will nur mal kurz gucken, wo wir eigentlich gerade hingehen, so, weil... Oh, Blutfliegen. Ja, macht natürlich auch schon Sinn, dass der hier weggeschwommen ist, ne? Und nicht einfach gleich 2 Meter... gleich 2 Meter neben dem Feuerkloster in die nächstbeste Höhle gegangen ist. So am besten noch in Sichtweite. Sag mal, können wir jetzt hier vielleicht irgendwie auch wieder raus oder ist nicht? Ist nicht, ne? Sei uns nicht gegönnt. Gehen wir halt außen rum, mein Gott. Ja, aber hier beginnt halt dann echt wieder die Suche. Ey, wir sind gerade so am Ermitteln, ne? Ach, bitte, geh doch da hoch. Was hast du denn für Probleme, Junge? Digga, was willst du denn noch? Hä? Hier, komm. Oh, da hinten steht jemand. Wieso kommt mir das bekannt vor? Wartet mal. Hä? Ach so, okay. Gut. Da liegt doch was.
Scheiß drauf, okay. Dann hauen wir erstmal hier ein paar Scavenger weg. Der alten Zeiten wegen. Oh, und die überleben sogar, hey. Oh, mir ist was eingefallen gerade. Alter, wieso? Die sind stärker geworden im Kapitel 3. Mir ist was aufgefallen, und zwar... Mir ist was eingefallen. Verhältnis wieder out of Corinne setzen. Wie ist es jetzt? Halt? War da hinten noch irgendwas? Weil da konnten wir jetzt nicht hoch. Waren wir letztes Mal bei dem Zelt? Weil ich weiß nicht genau, wie das war. Ich glaube, wir hatten Begleitung dabei und ihr wisst ja, wie das mit Begleitung im Spiel ist. Kaum ist man mal ein Stückchen zu weit weg, ist er halt auch weg, ne? Wir gucken mal kurz hier hoch. Ich weiß es echt nicht mehr. Es könnte echt gut sein, dass wir da schon mal waren. Aber nicht, dass es danach heißt, Junge, du, wieso hast du da nicht geschaut? Guck mal, hä? Eine Heilpflanze. Allein dafür hat sich doch schon rentiert, wa? Ja, da sitzt auch noch jemand. In der Minecrawler-Platten. Ach so, oh, Besuch. Setz dich an mein Feuer. Okay, der ist... der hat Bock. Was machst du hier? Ich jage und lebe hier. Du glaubst gar nicht, wie viel so ein Feuer... Feuerbrandzunge einbringt. Ist es jetzt ja genau wie die Hörner? So, und auch vielleicht Honigtabak abgeben? Oh, ach so. Was kannst du mir die Gegend hier sagen? Nun ja, unter mir ist ein ekliger Wald. Und ich bin, naja, okay, ich kann... Ich kann mir nicht helfen. Da oben wohnt irgendwas. Ich könnte schwören, da gestern einen Golem gesehen zu haben. Ein Golem, okay. Aber als ich heute geguckt habe, war da nichts zu finden. Ich glaube, ich hätte mein Zelt irgendwo anders aufschlagen sollen, okay. Der ist eigentlich, würde ich fast sagen, also vom Text her ganz freundlich, ne? Ja, gut, wir haben halt zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir hauen ihn um, kassieren das Kopfgeld. Oder wir zeigen ihm den Steckbrief und kommen mit ihm vielleicht in den Handel oder so. Hier soll der sein, ne? Der meinte schon da oben. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt halt hinter den nächsten Baum, also um einen Baum rumlaufe und auf einmal BAM! Golem ins Gesicht. Lederbeutel, Langschwert. Hey, hier sind gute Tränke, das ist geil. Das ist sehr geil. Hier sind halt auch Skelette, was schon mal auch für den Golem spricht. Die gefallen mir, die Tränke hier. Heilkraut. Speichern wir kurz durch. Oh, Gletscherquarz. Nice. Heilkraut. Wo ist denn der Spaß jetzt, hä? Huh? Sag mal, wieso sind wir jetzt hier auf einmal hier oben? Ach, wir sind jetzt hier einmal einfach... Wir haben den Weg jetzt geskippt, ne? Ja, okay, dann lasst uns erstmal kurz hier runtergehen und... Diesen einen Dude, der hier steht. Das ist ein Lurker? Da, schaut mal hin, da steht einer. Wir hauen jetzt erstmal kurz den Lurker weg. Batsch. Alter, wie die fliegen. Da sind ja sogar die Scavenger mittlerweile krasser. Heftig. Ach so, ja, und hier ist bestimmt kein Golem, weil ich glaube hier... Hat sich bei der Brücke was geändert? Also... Von der Textur? Seht ihr das auch? Das sind jetzt so Fälle. Ich glaube, die waren letztes Mal nicht da. Hatten wir da noch keine... Hä? Da ist nichts zu holen. Na gut. Da hinten ist ja, glaube ich, ein Schattenläufer, ne? Da hatten wir irgendwas gehört. Weiß nicht, ob die mittlerweile gehen. Alter, das ist ja übelst die Pilzsuppe, ey. What the fuck? Die werden mitgenommen. Ihr wisst ja, Dunkelpilze geben Max Mana. Und da, dass es for free ist, sage ich da gerne zu. Okay. Und du? Landstreicher. Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Ah, das ist nicht... Ja, okay. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt.
Abend. Abend. Moment. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Weg mit der Waffe. Junge, bist du behindert? Da ist ein Suchender. Weg damit, ich hab... oder ich verpasse dir eine. Ich habe wegen dem Suchenden Fall gerade echt komplett... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wieso das nicht will. Wir müssen jetzt mal kurz versuchen, direkt wegzuhauen. Warte mal. Und... Nein! Ihr habt's gesehen, ich hab's versucht mit der Armbrust. Ja, jetzt sind wir verflucht, schön. Also vielleicht. Ja, komm, hier, Meister, wir sind voll am Arsch. Ja, fuck. Ich hab jetzt nicht aufgepasst, weil ich mir nur dachte, Junge, wieso ist ein Suchender jetzt? Also auf jeden Fall, der Novize, der meint, yo, kannst du mir erzählen, was du willst? Die sind richtig komisch, der hat irgendwas angestellt oder so. Wenn ich halt jetzt ein Playback-Button hätte, oder? Nein. Also so ein Rückspul-Button, um jetzt zu sehen, was ich gerade erlebt habe. Ihr könnt das. Oh, Digga. Ja, ich... Wir gehen jetzt einfach mal weiter in die Richtung und erforschen und erkunden ein wenig. Wenn nicht, werde ich es ja im Schnitt sehen. Ich war gerade echt einfach übel abgelenkt durch diesen Suchenden, weil ich mir dachte, spricht der mich jetzt an oder steppt der einfach vorbei? So, obwohl ich im Gespräch bin, halt einfach ansprechen. Ja, und habe halt leider nicht drauf geachtet, was mir erzählt wurde. So ist das nun mal. Wir laufen einfach weiter. Vielleicht finden wir irgendwas, dann hat es sich geklärt. Vielleicht kommt dann jetzt hier bald der nächste Landstreicher oder so. Riesenratte hauen wir auch weg. Und wenn nicht... Okay, jetzt scheppert die Musik! Und wenn nicht, ist einfach Folgenende. Ich höre mir nochmal in der Nachbearbeitung an, was er genau gesagt hat. Nicht, dass er sagt, ja, der ist wieder den ganzen Weg zurückgerannt oder so. Und dann regeln wir das so. Da übel viele Heilpflanzen. Wir bräuchten halt eher den Fellknöderich, ne? Es gibt so viel zu machen eigentlich, ne, was ich irgendwie jetzt alles so vorhabe. Also ich habe echt genug im Kopf, aber es ist teilweise noch filmig. Also auch mit diesem schwarzen Troll, den wir echt eigentlich so finden wollen, den ich nicht gespoilert haben möchte. Den möchte ich aus Zufall irgendwo dann mal sehen, wenn wir richtig deep im Erkunden waren. Vielleicht sehen wir ihn sogar bald jetzt. Und dann wird permanente Tränke herstellen gelernt. Ach, guten Tag. Ey, der hat jemand umgehauen. Warte mal. So, ich probiere das jetzt nochmal kurz mit der Armbrust. Ich meine, ja, eigentlich, jetzt ist eh schon zu spät. Die sind ja schon echt, ne, die sind resistent. Jetzt, ne? Oh, wie nett. Der wartet, bis wir da stehen. Speedtrank. Heilpflanze. Wer bist du jetzt? Okay, Wegelagerer, ja, gut, okay. Stängel Sumpfkraut. Hört ihr den Schattenläufer? Der pennt gerade. Junge, was geht da ab? Ey, da müssen wir echt nochmal rein. Und ich glaube echt, da hat sich irgendwas verändert von der Brücke. Alter, okay, warte mal. Das war gerade ein bisschen unbedacht. Wir sind übel ins Nest gelaufen. Ah, jetzt gehen sie wieder, oder wie? Jetzt sind sie wieder chillig. Nichts zu holen. Aber ich glaube, wir sind schon on the right track, denke ich mal. Es könnte halt auch gut sein, ne? Wartet mal. Also da oben ist halt... Schaut mal, da oben ist eh so ein Troll. Seht ihr das? Auf der Karte, so ganz oben. Das könnte schon echt richtig sein. Also, egal was passiert, entweder wir finden, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit... Den Novizen oder einen schwarzen Troll oder sogar beides. Ja, sieh mal, jetzt bin ich on the track, Alter. Jetzt bin ich on the track. Gucken, was jetzt hier so ist, ey. Ich bild mir aber ein, also so weit ungefähr sind wir schon mal gewesen, ne? Hier sind jetzt doch dann die Pyramiden, oder? Ja, sind sie. Aber wir haben hier, also so richtig rumgekommen sind wir hier noch nicht, ne? Also im Prinzip ist das schon eher Neuland. Warte, kommen wir da hoch? Bisschen die Secrets spotten? Oh. Okay, aber hier ist nichts mit Secret. Auch ganz witzig, also...
hat jemand geschrieben, ich frag mich mal, wann du endlich zufrieden bist mit dem Loot. Da habe ich es auch, ich habe es in einem Kommentar schon erklärt, aber ich glaube, so mündlich ist es immer noch ein bisschen, ui, schön, ein bisschen besser. Ich weiß noch, also das war echt das Paradebeispiel für alles richtig gemacht beim Game Design. Das war bei Elex, ja. Elex steht bei mir schon, bin ich ehrlich, ein bisschen kritisch da. Aber dieser eine Moment, ne, der war es halt echt. Der hat's mir echt gegeben, also im positiven Sinne. Da bin ich in so eine, also ich war wirklich irgendwo im Nirvana unterwegs, ich weiß gar nicht wieso, irgendwas gesucht, einfach erkundet, irgendwas halt, ne? Und dann war halt da so eine richtig unscheinbare Höhle, so ein bisschen versteckt. Denkst dir halt, ja, okay, eine Höhle wie alle anderen. So, und dann gehst du da rein. Ich weiß gar nicht, ob du noch irgendwas Leichtes platt gemacht hast oder auch nicht. Auf jeden Fall weiter hinten war so ein richtig größeres Vieh, was echt ungesund aussah. Ja, also es sah so richtig ungesund aus. So, dann musstest du übelst schwitzen und hasseln. Oh, da ist ein Novize tot. Hat sich die Suche wohl schon. Da musstest du übelst hasseln, dass du den umhaust. Und warst echt froh, dass du den geschafft hast. So, auf einmal, du denkst dir nichts, ja? Du gehst in die Höhle, gehst ans Ende rein, da liegt so, da ist so ein Bett und so ein bisschen so wie so ein kleines Lager und so, ne? Warte mal, das muss ich noch zu Ende bekommen. Und du denkst dir, okay, hä, ja? Mal ein bisschen Loot nehmen. So ist halt ein bisschen dieses Elix da, hast vielleicht irgendwie noch ein bisschen Fackel hier, vielleicht ein Heiltränkchen, dies, das, ne? Auf einmal gab's da eine Waffe mit Namen. Und ich wusste ganz genau, okay, diese Waffe, also die war by the way auch noch besser, das war halt noch geiler in dem Moment dann, ne? Ich meine, auf der einen Seite ist es halt so ein Loot-Film, eine Waffe zu haben, wo du ganz genau weißt, die hast du jetzt, weil du erkundet hast und weil du zu diesem Zeitpunkt, oder halt nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern weil du halt einfach bei dieser riesengroßen Welt dort hingekommen bist. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere beim Durchspielen hat diese Höhle nicht gefunden, ja? Es ist halt bei mir Zufall gewesen. Ich habe bestimmt auch viele Höhlen nicht entdeckt. Ja, es ist halt Erkundung, ne? Und manchmal übersieht man einfach was und würde es halt dann erst beim zweiten oder dritten Mal durchspielen checken. Auf jeden Fall, das war einfach so ein ultimativ belohnendes Gefühl. Weil erstens, für den Loot-Film denkst du dir, okay, nice, ich habe jetzt eine Waffe im Sortiment, die ich sonst niemals bekommen hätte. Und zweitens war sie auch noch besser, ja? Und also Leute, sowas ist halt einfach richtig geil, zufriedenstellender Loot. Ja, wenn die Waffen vielleicht, muss ja gar nicht jetzt irgendwie sein, dass man sich denkt, oh mein Gott, diese Waffe ist jetzt dreimal besser als meine letzte, sondern reicht ja, wenn die so ein paar Angriffspunkte mehr hat, ne? Und ich meine, ich habe mich ja bei Klaue Velias auch gefreut, ne? So ist ja nicht. Und ja, sowas ist einfach ultimativ belohnt. Da denkst du dir, Junge, ich hab richtig Bock, auf Erkundung zu gehen. Weil da irgendeine kranke Scheiße auch abgeht. Auch diese Zusatzquests, die man dann vielleicht findet, auf die man sonst nie gestoßen wäre, die interessant wären. Auch ganz geil. Deswegen bin ich halt immer ein bisschen mehr oder weniger unzufrieden. Klar, 300 Gold haben oder nicht haben, nehme ich auf jeden Fall mit. Hilft ultimativ und ja, macht halt stärker, ne? Aber so eine Waffe zu finden oder irgendwas Spezielles, wo du halt sonst auch nicht bekommst, Gold können wir bekommen, ne? Ist einfach geil. Da macht halt das Erkunden einfach richtig Spaß und also ich hoffe und ich denke auch, dass ich da mit der Aussage die meisten Leute mit abhole und dass die meisten Leute es fühlen werden, wenn ich das so sage. Jetzt ist ja ein toter Novize. Lebensenergie Bonus, Wasser, Blauflieder, ja. Ja, also das ist jetzt halt nicht der, den wir suchen, I guess, ne? Entweder die sind zu zweit losgerannt, was aber, also sonst hätten wir das mitbekommen. Könnte natürlich sein, dass wir irgendwie, dass zwei Novizen weggerannt sind. Einer davon war der mit Auge Innos, das andere ist jetzt einfach nur ein Kack-Novize. Aber ich sag's mal so, noch ist die Spur nicht kalt. Lauf einfach mal ein Stück weiter. Ja, so, ist schon echt witzig, ne? Am Anfang der Folge habe ich noch irgendwas über Blutkelche geredet. Und jetzt sind wir hier mitten in der Pampa und suchen irgendwie Novizen. Lit, ja. Wir gucken einfach mal weiter in die Richtung. Wie gesagt, wir finden entweder den Novizen oder den schwarzen Troll. Wenn wir ohne irgendwas nach Hause gehen, ne? Dann war das einfach nur enttäuschend. Und da oben müssen wir auch noch looten. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nämlich noch, da habe ich dann nicht neu geladen bei den Dietrich abbrechen. Oh, das sind Zungen von diesen Flammenwaran.
Machen wir auch noch. Okay. Ist wieder ein bisschen diese Aztekenmusik jetzt. Das, schau mal hin. Das ist doch übelst die geile Spur, hä? Wir sind gerade einfach nur auf einer Leichenspur von Novizen. Lit. Komm, weg mit dir. Maran, Allah, Scavenger. Ja, das passt schon so, ne? Am Ende ist er einfach am schwarzen Troll gestorben, der da hinten steht. Ja, laut Karte. Toter Novize. Hä, oder waren die auf der Suche nach dem und der hat sie einfach alle umgeklatscht? Könnte natürlich auch sein, ne? Wisst ihr, manche... Habe ich da gerade was Blaues gesehen? Ja, da ist was Blaues. Die sind böse eingestellt, ne? Da müssen wir aufpassen. Schaut mal hin. Das geht gleich auf uns los. Richtig tückisch, die Dinger. 40 Erfahrung. Wisst ihr, manche streuen Brotkrümel. Und ich weiß, ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der streut Novizen. Wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht? Noch ein Lurk. Aber hier müsste jetzt langsam dann mal Grenzgebiet sein, oder? Aha. Alter. Also das ist halt, das ist glaube ich auch eine Folge für sich hier, ne? Wenn jetzt da hinten wirklich irgendwo noch der Novize ist und der schwarze Troll, dann ist das ganze Gebiet hier echt nochmal eine Folge für sich. Ich sehe halt hier eine Höhle, hier kannst du voll fett rum, da hinten kannst du noch einmal fett rum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt dann hier noch großartig weitermachen soll. Ich glaube, es würde fast mehr oder weniger sogar matchen, wenn ich jetzt halt hier aufhöre und ich sage einfach, yo, nächste Folge... Schauen wir uns dann hier einfach in dem ganzen Gebiet nochmal ein bisschen um. Weil hier ist halt echt einiges. Schau mal, da vorne ist der nächste tote Novize. Ist perfekt eigentlich. Das ist perfekt. Ja, nee, Leute. Dann würde ich sagen, auch wenn die Folge heute ein bisschen kürzer geworden ist, ich denke mal, die Länge ist trotzdem ansprechend und passt. Lasst uns wirklich so machen. Wir haben dann für nächste Folge hier echt genug zum Umhauen, genug zum Erkunden. Einfach nur in diesem Gebiet, das reicht schon. Das ist echt big. Das ist echt big, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.